Also ich würde ja sagen, Filtern ist des Jamarcus Lust. Weiteren Motorwerk. Ah, lang ist es her. Es regnet nicht mehr. Oh mein Gott. also, ich habe jetzt so lange wieder kein Video hochgeladen, weil es 2 Wochen durchgehend geregnet hat. Ja, danke dafür, Welt. Ich bin gerade auf dem Ostwestfalen-Damm, wie man als Bielefelder oder Bielefeld-Kenner sehr leicht erkennen kann. Ich bewege mich nämlich gerade Richtung LBM, das ist ein Motorradbekleidungszubehörladen, dies, das. Und da habe ich mir nämlich diese neue Lederkombi gegönnt. Auf Instagram konntet ihr das schon sehen. Eine nigelnagel neue Lederkombi von Held. Ja, die Kombi habe ich da von einem super geilen Schnapperpreis bekommen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr in Bielefeld wohnt und nach einer Lederkombi sucht, schaut da mal vorbei. Also schaut da vorbei und das Grüße von mir da. Ja, moin! Ja. So, hallo Blitzer, einmal. Alter, wie viele Blitzer stehen da eigentlich? Keine Ahnung. Jetzt kann ich wieder Gas machen, Mann. Blitzer ist vorbei. Ja, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Nein, meine Lederkombi ist alles okay mit. Keine Angst. Aber die waren so lieb und haben gesagt, yo, was, du machst YouTube/Instagram? Also der Typ, die haben ein Instagram, ich verlinke deren Instagram auch mal hier unten, ein bisschen Werbung, ne? Die waren so lieb, die haben mir dann gesagt, so, ja, komm, wir können dir Knieschleifer schenken, wenn du mal so, wenn du erwähnst, dass du die von uns hast. Mehr wollen sie nicht dafür. Ja, also ich schon mir da gerade Knieschleife ab. Die konnte ich nicht mitnehmen am Samstag direkt, weil ich wollte die entweder in Schwarz oder Rot. Und ja, wie gesagt, Schwarz oder Rot. Und war halt kein Schwarz oder Rot da. Und jetzt haben die da hinbestellt und ich gucke, welche besser passen, die Roten oder die Schwarzen. Je nachdem entscheide ich dann. Ja. Also der Laden, falls ihr wissen wollt, wo der ist, wenn ihr Bielefelder seid, der ist an der Eckendorfer Straße. Da war früher mal PC-Spezialist drin und da habe ich sogar tatsächlich mein allererstes Video auf YouTube habe ich da gestartet. Das ist legendär, bei PC-Spezialisten habe ich das einfach mal rausgehasselt. Also falls ihr euch da noch dran erinnert, dann seid ihr Abonnent seit der ersten Stunde. Oh mein Gott, ich hasse Blitzer. So, auf jeden Fall bin ich gleich da. Hier ist hier natürlich jetzt noch der Ostwestfalen am Tunnel. Leider, aber ich mache heute mal. Oh. Warte, einmal warten. Ja moin, also Sound ist da. Ich muss jetzt gleich hier rechts. Ja, das war eine schlingelige Schlingeltaktik. Hater würden sagen, du fährst wie ein Geisteskranker. Ich würde sagen, ich fahre wie ich will. Juhu! Guckt euch dieses sexy Lederkombi an. Meine Beine sehen damit einfach so elegant und schlank aus. Lauch! Ich bin ein Lauch, mehr so Spargel als gut gebaut. Kennt ihr das Lied? Ich liebe diesen Song. Ja, Mann. Guck mal, das ist auch ein Moppi. Ein Moppi. Ja, grüß dich, Servus. Das ist LBM. Seht ihr? LBM, Bekleidung, Technik, alles, was man will. Auf jeden Fall werde ich da jetzt erstmal gediegen reinfahren. Ich weiß noch gar nicht safe, ob die Knieschleife überhaupt da sind.
Ja, die wollte ja, haben sie Samstag bestellt. Könnte sein, dass sie die heute schon haben. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte mir, bei dem Wetter fahre ich rum. Da kann ich ja zur Not, bin ich umsonst gefahren hier. Danach geht es gleich noch zu Kim. Kimi, Kimco. Die tolle Kim Kim. Woo, zack. Oh, jetzt habe ich den Gang raus. Ja, also wir sehen uns gleich mit hoffentlich meinen neuen Kniesteifern dran. Mal schauen. So, da sind wir wieder. Ich bin immer so aufgedreht. Das macht das gute Wetter. Okay, man sieht sie jetzt gerade nicht. Ich habe hier wunderschöne, holzige Knieschleifer an meinen Kniegelenken. Kniegelenken? Man kann auch Knie dazu sagen. Ja, moin. Ja, ich habe da wunderschöne Knieschleifer an meinen Knien. Da seht ihr sie. Ich habe die nicht für schwarz entschieden. Ich hatte die Auswahl zwischen schwarz und rot. Aber die roten haben sich ein bisschen gestochen mit meinem, dem Rot von meinem Hoodie. Und ja, das ist blöd, wenn man dann, wenn man an zwei verschiedene Rottöne trägt. Sorry. Vielleicht bringt Held ja irgendwann mal rote Knieschleifer in Yamaha Hoodie Farben raus. Das wäre natürlich top. Oder irgendwann mal Yamaha Knieschleifer. Das wäre natürlich der Traum. Das wäre echt cool. Das wäre echt cool. Oh Mann, ey. Berufsverkehr auf Doom. Das schreit schon fast noch ein bisschen Filter-Action gleich. Ja, komm schon. Aber nein, also der Laden LBM, der da jetzt neu aufgemacht hat, das ist ernsthafte, muss ich jetzt mal so objektiv sagen. Das ist halt ernsthafte Konkurrenz für Louis. Da kriegst du halt schon eine gute Filterei hin. Na, 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 na. Zack, zack, zack. Vorbei an der Schlange. Jetzt muss ich immer nach oben. Ah, da ist die Ampel auch. Ja, moin. So. Nur mit Filtereien kommt man zu seinem Ziel. Wisst ihr doch, ne? Ach so, ja. Kim wird jetzt... Ach, das habe ich gerade schon erzählt. Kim wird jetzt aufgesucht. Aber erstmal durch diesen Tunnel hier. Ich wollte jetzt nicht so einen Ultra-Gasstoß geben, sonst fällt der Rentner hinterher noch von seinem Fahrrad, der da gefahren ist. Das wäre ja nicht so schön. Bin ich hinterher noch schuld oder so? Also ich hoffe jetzt, dass dieses Wetter langsam besser wird. Ich meine, Mitte Februar hatten wir einfach mal 20 Grad und jetzt haben wir, es sieht zwar noch einigermaßen warm aus, aber so warm ist es gar nicht. Es sind 9 Grad. Aushaltbar, aber jetzt nicht, wer weiß wie warm. Ja, komm schon. Komm schon, komm schon. Ich will weiter. Wenn man rechts abbiegt, finde ich immer schwierig zu filtern oder links abbiegt. Geradeaus fahren, filtern ist immer ziemlich viel einfacher. Och, schon wieder eine Ampel. Das schreit ja fast danach, dass ich da mal so schön Schnieke-Rino vorbeifahre. Rino. Das muss ja auch mal sein, ne? Jetzt nur noch auf Grün warten und dann so einen richtigen Launch-Control-Start hinlegen oder was. Naja, nicht wirklich ein Launch-Control-Start. Gemütlich vor dem Sprinter vorgezogen. Also ich würde ja sagen, Filtern ist des Yamakos Lust. Es gelüstet mich einfach danach ab und zu mal so. Oh, jawohl, da schlängel ich mich doch gleich glatt bei diesem Motorradfahrer mit dazu. Netter Typ macht mir Platz.
Finde ich total sympathisch. Hat er noch, ey, der hat ein Radio in seinem Motorrad. Ich will auch ein Radio in meinem Motorrad haben. Ach du heilige Kacke. Wie cool wird das denn bitte aussehen, wenn hier so in der Mitte so Radio einfach am Start wäre bei dieser R1. Dann so mit der R1 rumfahren, so. Das wäre schon richtig geil. Aber da mussten da schon ordentliche Knaller reinmachen, damit man die überhaupt hört. Oh, da hat er sich aber einfach reingeschlängelt, der Typ. Das ist aber ein Stück frech. Ist ja fast frecher als ich. Du wirst jetzt gleich zum Stehen kommen. Der bremst immer weiter runter, immer weiter runter. Wir müssen doch vorwärts kommen, Mann! Alter, das 70er-Schild denkt sich einfach mal, dreh mich! Das ist einfach voll durchgedreht. Ich bin wieder so witzig heute. Also Leute, ich bin jetzt gleich bei Kim. Ich beende aber das Video schon an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, aber feine, sehr uninformative, heißt das wenig informative Video gefallen. Ihr seid es ja gewohnt von mir. ja, in Zukunft werden dann mit Sicherheit mehr Videos folgen wieder, weil das Wetter besser werden soll. Ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Auf jeden Fall, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonnieren, ne? Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog, Leute. Tschüsseli! Der Rollerfahrer hat mich einfach erkannt. Ja moin, Grüße gehen raus. Du bist das Ende nach dem Ende. Ja moin. Grüß dich.